Da habe ich jetzt auch ein Jahr lang rein investiert und eine unglaublich gute Rendite in Höhe von durchschnittlich 300%. Jo, Freunde, was geht ab? Ich wollte eigentlich eine neue Folge von Zero to Mio aufnehmen, aber es ist mehr ein Podcast geworden. Ich habe sehr viel gelabert, aber schaut es euch an. Egal ob beim Autofahren, einfach zuhören oder beim Essen machen, wenn ihr in der Küche seid, beim Kochen oder beim Kacka machen oder beim Einschlafen. Hört es euch an oder schaut es euch an. Es sind richtig viele interessante Tipps dabei und ich hoffe, wir können gemeinsam was über Finanzen lernen und weiterkommen, gemeinsam reich werden. Das ist das, was ich möchte. Was ist besser, das sage ich immer, ist mein Spruch, was ist besser, als dass man reich wird, wenn alle anderen um dich herum auch reich werden? Und in diesem Sinne viel Spaß bei diesem Video bzw. Podcast. Hallo Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal YouTube Millionär bei der Folge Zero to Mio, wo wir versuchen, gemeinsam aus 0 Euro 1 Million Euro zu machen. In dieser Folge möchte ich mich selbst ein bisschen reflektieren, eure Kritik einnehmen, also annehmen oder mir durchlesen, ob ich sie überhaupt annehme oder ob ich nicht einverstanden bin. Sprich, auf die Kommentare eingehen vom letzten Video und sagen, was der aktuelle Stand ist natürlich. Dazu kommen wir direkt. Zur Verfügung hatten wir Stand der letzten Folge 467 Euro. Wir haben ein bisschen Geld verloren durch zu viel hin und her. Dazu komme ich gleich auch noch. Was habe ich mit den 467 Euro gemacht? Da es am einfachsten ging, am wenigsten Mühe kostet, ich nichts tun muss, außer zu Hause sitzen, investieren, habe ich 144 Euro davon in Bitcoin gesteckt, 144 in Ethereum und 179 in District 0x. Das sind alles Kryptowährungen. District habe ich dann direkt auch verkauft mit einem minimalen Gewinn, weil ich gesehen habe, okay, es geht wieder runter und es ist auch wieder runtergegangen, Gott sei Dank. Dafür habe ich dann Chainlink für 100 Euro und Numer für 82 Euro gekauft, falls ich das überhaupt richtig ausspreche. Also ich habe eigentlich wieder nichts anderes gemacht als Crypto Trading. Ich habe aber gemerkt, so funktioniert das nicht. So funktioniert die Sache nicht und so habt ihr es auch gemerkt, dass es nicht funktioniert. Warum funktioniert das nicht? Weil ich im Endeffekt hier versuche, mit Glücksspiel schnell reich zu werden. Es ist jetzt nicht direkt Glücksspiel, diese ganzen Kryptowährungen, aber ich finde, das kann man sehr, sehr gut damit vergleichen, weil es ist Trading, du weißt nie, was passiert und es ist unmöglich, genau diese eine Kryptowährung zu finden, in die du dann investierst, die dann durch die Decke geht, du wieder verkaufst, die nächste aussuchst, niedrig einkaufst, die wieder durch die Decke gehst, oben verkaufst und somit Woche für Woche Geld machst, was ja eigentlich mein Plan war. Dieses Experiment, also nicht mein Plan, sondern es war ein Experiment, eher, was ich sagen muss, gescheitert ist. Denn was ich von euch gelernt habe, und das finde ich auch so geil, dass ihr hier nicht auch nur von mir lernt, sondern ich auch von euch, ist der Spruch, hin und her macht Taschen leer. Und genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ich habe viel zu viel hin und her gespielt mit dem Geld, da investiert, vom Aktienkonto rüber, dann wieder in Krypto, dann wieder auf Aktien, dann jedes Mal Gebühren gezahlt, dann gesehen, scheiße, ich muss wieder ein neues Video drehen für nächste Woche, was mache ich? Ich verkaufe mit Verlust, versuche woanders Gewinn zu machen und dieser Druck, jedes Mal das Geld zu nehmen, damit neue Folgen von Zero to Mio zu machen, ohne Anstrengung, hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. Der Anfang war super von Zero to Mio, das sieht man auch anhand der Klicks mit Flaschen sammeln und so weiter ging's. Die Klicks waren so heftig, der Kanal hatte so Potenzial, das ist auch der Grund, warum ich ihn nicht aufgeben werde, weil ich finde, der Kanal hat immer noch Potenzial, ich habe richtig Bock drauf und vielleicht wird der Kanal irgendwann meine Zukunft, wenn mein Hauptkanal irgendwann nicht mehr laufen sollte, denn auf meinem Hauptkanal mache ich eher was fürs jüngere Publikum, eher Unterhaltung, Comedy, Ernährung, ungesunde Ernährung teilweise und das werde ich natürlich nicht mein ganzes Leben lang machen können. Mal schauen, wo der Hauptkanal hingeht, werden wir sehen, aber auf jeden Fall dieser Kanal, der wird weitergemacht, weil Finanzen sind etwas, das man in der Schule nicht lernt und was in meinem Leben auch sehr wichtiger wird, weil ich ja älter werde, Familie aufbauen möchte und so weiter und natürlich auch schauen muss, wo ich bleibe und wie ich mir meine eigene Rente aufbaue, weil auf die gesetzliche Rente tue ich nicht drauf vertrauen. Somit investiere ich privat halt auch viel und wie mache ich das? Ich verdiene Geld zum Beispiel mit YouTube und investiere das
vorzugsweise in Aktien. Habe da auch Gott sei Dank sehr viel Gewinn gemacht. Aber was ich gesehen habe, der Schlüssel zum Erfolg war da einfach, dass man Geld sich durch normale Arbeit, sage ich mal, durch Arbeit, indem man Leute unterhält oder Leuten einen Mehrwert bietet, zum Beispiel in meinem Fall ist es YouTube, diese Arbeit ausführt, davon einen Teil, den man zum Leben braucht, natürlich dafür auch eben verwendet, einen Teil für Spaß. Bei mir ist das Spaß einfach nur Reisen eigentlich so. Mehr brauche ich nicht. Ich hole mir Kamera-Equipment, aber das ist nicht Spaß, das ist auch irgendwo für die Arbeit. Ansonsten bin ich sehr, sehr sparsam und spare mein ganzes Geld beziehungsweise investiere es. Man kann in Immobilien investieren, man kann in Aktien, Kryptowährungen, man kann Unternehmen aufbauen. Und die beiden Dinge, die ich mache, ist ein Unternehmen aufbauen mit dem Geld, was ich verdiene, dieses Unternehmen hier, und in Aktien investieren. Und da habe ich jetzt auch ein Jahr lang rein investiert und eine unglaublich gute Rendite in Höhe von durchschnittlich 300% gemacht in einem Jahr, und ich habe nicht wenig investiert. Ich werde auch gleich auf die Kommentare eingehen, denn dazu kamen auch viele Kommentare, warum ich nicht sagen möchte, wie viel und so weiter. Aber es war echt nicht wenig und da habe ich auch mega Glück gehabt. Aber der Schlüssel, was ich sagen wollte, um nochmal auf den Punkt zu kommen, war, dass ich Buy and Hold gemacht habe. Ich habe investiert in ein Unternehmen, in das ich hundertprozentig glaube. Ich glaube an dieses Unternehmen so heftig krass. Also, ich würde sogar mein Geld verlieren. Einfach nur, damit dieses Unternehmen die Welt voranbringt, Gutes tut, erneuerbare Energien schafft und die Welt rettet. Und dieser Mann einfach, der jetzt mittlerweile der reichste Mann der Welt ist, die Welt rettet. Also unglaublich. Ich habe vor 5 Jahren seine Biografie gelesen. Ich dachte, das ist der Einstein der Neuzeit. Das ist ein Genie. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich über diesen Mann spreche. Und ich würde ihm mein ganzes Geld geben, damit er die Welt rettet und die Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies macht. Und das ist einfach, wenn ich mir das vorstelle, diese Zukunft, dass wir diese Zukunft erleben werden, irgendwann, wenn dieser Mann noch mehr Geld bekommt und er das für dieses Gute nutzt, für das er es aktuell nutzt, und ich glaube, er ist vom Herzen ein guter Mann, dann gebe ich ihm gern mein ganzes Geld. Ja, aber der positive Nebeneffekt war, dass dieses Geld sich vermehrt hat um ungefähr 300%, und das ist natürlich nicht schlecht, aber ich habe nicht vor, das Geld auszahlen zu lassen. Ich habe vor, dass mir einfach immer nur weiter investieren, kaufen, niemals verkaufen. Niemals verkaufen, einfach nicht verkaufen. Warum soll ich verkaufen? Mir geht es nicht schlecht, ich lebe bescheiden, ich habe die beste Frau, so. Ich verdiene auch ganz okay durch YouTube, und alles, was ich kann, investiere ich in das Unternehmen und beziehungsweise in die Aktie, und die machen damit richtig geile Sachen, und das ist die Zukunft. Habe ich auch auf diesem Kanal schon empfohlen. Seitdem ist die Aktie um über 100% gestiegen. Welche Aktie das ist, das wissen die meisten mittlerweile schon. Übrigens keine Investmentempfehlung. Und dieses Buy and Hold, kaufen, niemals verkaufen, war der Schlüssel. Und das mache ich hier auf diesem Kanal, Zero to Mio, YouTube Millionär, nicht, weil ich eben diesen Druck habe, eben in diesem Zwiespalt bin, Videos drehen, wie man schnell von zu Hause aus Geld verdienen kann, weil ich weiß, dass viele das eben machen wollen, und gleichzeitig meine eigene Philosophie, die ich für richtig halte, kaufen und niemals verkaufen. Und daran investieren, wo du dich sehr mit befasst und an das Unternehmen glaubst und an diese ganzen Kryptowährungen. An diese ganzen Kryptowährungen glaube ich nicht. Ich habe einfach da investiert, weil ich dachte, da kann ich schlechtes Geld, da kann ich schnelles Geld machen. Und das ist eben der falsche Ansatz. Außer an Bitcoin, das ist eine Ausnahme. An Bitcoin glaube ich schon, weil das begrenzt, es gibt eine begrenzte Anzahl oder wird eine begrenzte Anzahl von Bitcoins geben. Und ich sehe da sehr, sehr viele Vorteile. Ich sehe das als die Währung der Zukunft, und deswegen, wenn man in eine Kryptowährung investieren, oder wenn ich in eine Kryptowährung investieren würde, wäre es Bitcoin. Das tue ich auch privat. Ich habe einen kleinen Teil meines Vermögens in Bitcoin.
und halte es einfach. Also ich kaufe Bitcoins und verkaufe sie nie. Genau dieselbe Strategie. Das ist einfach meine Strategie. Klar, viele sagen mir auch, Skaber, machst du nicht Immobilien, damit kannst du richtig reich werden. Nein, ich will keine Immobilien machen. Das ist zu viel Arbeit. In Aktien investierst du fertig, du machst nichts, du siehst, wie dein Geld wächst. In Immobilien, da musst du so viel machen und verwalten und kaufen, Preise anschauen, dich auskennen, bewerten lassen. Was ist, wenn da mal Mängel sind, wenn was passiert, wenn du es vermietest, wenn die Mieter Probleme haben? Alter, auf diese ganze. Habe ich keinen Bock. Ich bin der Aktientyp, aber jeder soll das investieren, wo er möchte. Und nebenbei baue ich mir natürlich meine Zukunft auf in Form von dieses Unternehmens. Und wer weiß, vielleicht auch in Form von dieses Kanals, wo ich weiterhin meine Tipps abgeben werde in der Zukunft und wo wir gemeinsam eben wachsen können und uns austauschen können. Und da bin ich euch auch sehr, sehr dankbar und kommen wir auch zum zweiten Teil und zwar zu dieses Videos und zwar zu den Kommentaren. Also Zero to Miro nochmal, wir werden das Geld halten. Erstmal und schauen, was daraus wird. Ich habe aktuell die Kryptowährungen Bitcoin, Ethereum, Chainlink und Numerair. Da ist mein Geld drin. Es crasht wieder das Ganze jetzt so ein bisschen, die Kryptowährungsgeschichte. Deswegen werden wir das halten, nicht wieder mit Verlust auszahlen. Und ich werde versuchen, euch mit den Videos jede Woche hier einen Mehrwert zu geben und gleichzeitig Zero to Mio da immer ein Update zu geben, wie es da läuft. Und mir natürlich Ideen überlegen, wie ich. Ja, was ich Neues machen könnte, um für Zero to New Geld zu verdienen. Ich muss aber auch sagen, meine Zeit ist natürlich begrenzt und ich kann. Was ist. Also, viele wissen es ja nicht. Ne? Ich habe meinen Hauptkanal mit über 250.000 Abonnenten. Ich habe meinen Nebenkanal mit über 30.000 Abonnenten mit meiner Frau. Ich habe diesen Kanal, der hat jetzt auch schon über 10.000 Abonnenten, also sehr viel Potenzial. Ich habe TikTok, da bin ich auch relativ erfolgreich für die, die es nicht wissen, mit 1,2 Millionen Abonnenten und da brauche ich 2-3 Stunden für jeden Tag für TikTok. Instagram mache ich nebenbei, aber eigentlich mag ich gar kein Instagram, aber das mache ich so, ja, so einfach Stories nebenbei, paar Bilder. Ist nicht so anstrengend, das habe ich runtergefahren. Irgendwann, wenn man so viel zu tun hat, muss man natürlich aussortieren und schauen, was macht einem am meisten Spaß und was bringt einem am meisten Einnahmen. Das ist ja auch ganz klar, man will ja auch ein Brot. Seiner Familie Brot auf den Tisch stellen können und ein Dach über dem Kopf sichern müssen oder sichern wollen. Das ist ja ganz normal. Deswegen kann man nicht alles machen und deshalb habe ich auch leider nicht so viel Zeit, um für Zero. Wenn ich nur Zero to Mio machen würde, Alter, ich würde so krasse Sachen machen: Sneaker, Autos, Sachen kaufen, verkaufen, mich informieren, wie kann man das da arbeiten gehen, kurz, dann 400-Euro-Job, dann Dings hier. Briefe austragen, Flyer verteilen. Flyer verteilen kann man nicht, aber Briefkasten werfen habe ich schon mal gemacht als Nebenjob. 450-Euro-Job mal einen Monat irgendwo, dann wieder weiter Flaschen sammeln, immer nebenbei und so weiter und so fort. Aber leider ist das nicht mein Fokus. Aber die Serie wird trotzdem weitergehen und wir schauen mal, was man damit machen kann, wenn man so wie ich zum Beispiel keine Zeit hat, trotzdem irgendwie Geld machen kann, denn das ist genau der Fall, den ich hier habe. Aber kommen wir. Jetzt nun zu den Kommentaren. Diese Videoreihe ist langweilig. Ja, was soll ich sagen? Sie ist auf jeden Fall langweilig geworden. Am Anfang haben die Klicks ja für sich gesprochen. Es war sehr spannend. Ich war auch unterwegs und so weiter. Mittlerweile sitze ich nur hier, wie gesagt, aufgrund dessen, dass ich keine Zeit habe und versuche irgendwie noch hier weiterzumachen. Und trotzdem bin ich natürlich etwas traurig, dass die Klicks runtergehen. Aber es ist aktuell nur mal der Stand der Dinge. Ich möchte diesen Kanal, wie gesagt, nicht aufgeben, aber ich möchte trotzdem Content bringen und euch vielleicht, auch wenn das nur 1000 Klicks kriegt, dass diese 1000 Leute vielleicht irgendwas lernen, die jung sind und die irgendwas lernen, was ich zum Beispiel mit 18 damals nicht gelernt habe. Also, Bruder, hättest du mal Bitcoin gekauft? Hätte es immer einfach zu sagen, aber er hat absolut recht. Hätte ich mal Bitcoin gekauft, dann hätten wir hier bei Zero to Mio etwas mehr Geld wieder, aber das ging ja irgendwie nicht. Jetzt geht's wieder und da werden wir wieder bei einfach kaufen und nicht verkaufen, weil hin und her Taschen leer macht. So. Dumm, wenn man kauft und dann vor einem Jahr verkauft. Ganz klar, es stimmt. Es ist dumm, wenn man Bitcoin kauft. Also es ist nicht dumm, weil ich will nicht alle, die das machen, dumm als dumm bezeichnen. Es gibt ja auch viele Trader, die nicht dumm sind, aber
es ist nicht das Schlauste, wenn man Kryptowährungen kauft und innerhalb eines Jahres verkauft, weil man dann ungefähr 40% Steuern drauf zahlt. Ich jetzt nicht, weil ich noch unter dem Freibetrag war, beziehungsweise sogar Verlust gemacht habe. Also werde ich noch keine Steuern zahlen, aber es macht sehr, sehr viel mehr Sinn, einfach Kryptowährungen zu kaufen und ein Jahr zu warten und dann wenn überhaupt, zu verkaufen. Am besten natürlich 10 Jahre oder länger halten. Dann wird das Ganze nochmal ganz anders anschauen. Also, Alter, wie viel wird der Bitcoin wohl in 10 Jahren wert sein? Über 100.000 safe, über 300.000 auch, womöglich sogar 1 Million. Das ist meine Meinung. Und deswegen einfach nicht verkaufen, da stimme ich dir absolut zu. Und zudem zahlst du, ich weiß nicht, wie die Gesetze in 10 Jahren sein werden, aber Stand jetzt zahlst du nach einem Jahr halt keine Steuern, wenn du deine Kryptowährung über ein Jahr hältst. Das stimmt. Ich bin seit 2013 dabei. Mein ernst gemeinter Tipp: Investiert das Geld, was ihr zum Spielen habt, richtig. Immer nur das Geld, wie hier auf diesem Kanal, just for fun investieren. Niemals das Geld, was ihr für die Miete benötigt. Das ist gefährlich. Ihr könnt euch euer ganzes Leben versauen. Das sage ich immer wieder. Deswegen macht es nicht nach. Das hier ist nur ein Experiment. Du musst auch in allen Gebüschen gucken. In allen Gebüschen der Welt. Warum investierst du nicht richtig seltenes Lego? Weil ich mich damit nicht auskenne, aber natürlich ist das auch eine Möglichkeit, damit Geld zu verdienen. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man Geld verdienen kann, und ich kenne mich damit nicht aus, dann kann ich es auch nicht machen. Aber ich kann mich auch nicht mit allem auskennen, deswegen mache ich das, womit ich mich eben auskenne. Ja, aber auch sehr gute Möglichkeit, Lego. Schön Werbung ballern, also auf diesem Kanal mache ich, glaube ich, noch, doch, ich mache hier, mache ich Werbung. Schon, so. Ja, aber ich weiß nicht, was er meint. Der kann, aber trotzdem, derselbe hat nochmal Kritik geäußert. Ich gehe auf alles ein. Danke für eure Kommentare. Dein Kanal hat nichts mehr damit zu tun. Immer nur noch Real Talks, Fortschritte und nichts Spannendes mehr. Einfach nur One-Cut-Videos. Mach deine Videos ordentlich und mach nicht Cringe-Videos. Klar kann ich natürlich meine Videos gestalten, wie ich möchte. Es ist ja auch mein Kanal. Aber ich sehe das auch, dass es für euch nicht mehr so spannend ist. Natürlich, aber das habe ich eben gesagt, man muss seine Prioritäten setzen, und vielleicht wird auch irgendwann meine Priorität eben dieser Kanal, sodass ich mir wieder viel mehr Mühe geben werde und der auch wieder besser läuft. Aber es ist so, wenn Leute das nicht mehr feiern und nicht mehr zuschauen, dann ist es halt so. Es ist, wie gesagt, nicht meine Priorität. Was soll Ronaldo gegen Ribéry machen? Das ist der Unterschied zwischen Mücke und Elefant. Habe ich irgendwas mit Ronaldo und Ribéry gesagt? Ich weiß nicht, wie er auf den Kommentar kommt. Also bist du reicher als Kolja? Er hat kein Problem, sein fast 400.000 Euro Depot öffentlich zu zeigen und auch keine Bedenken, dass er ausgeraubt wird. Liegt ja alles im Depot. Es ist ja unterschiedlich. Die einen zeigen das, die anderen nicht. Viele YouTuber zeigen ihr Depot oder ihre Einnahmen. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe das noch nie gemacht. Warum? Ich möchte erstens nicht so wie so ein Angeber rüberkommen. Ich sage nicht, dass das alles Angeber sind. Vor allem Kolja nicht. Von ihm habe ich übertrieben viel gelernt. Ich schaue jedes Video von ihm. Ich interessiere mich sehr für das, was er macht. Ich schaue einfach auf 1,5 bis zweifache Geschwindigkeit seine Videos und inhaliere, versuche das Wissen, was ich mir so rauspicke, zu inhalieren, und finde seine Videos einfach geil. Und er zeigt auch sein Depot, und die Leute lernen ja auch daraus, dass er es zeigt. Also es bringt wieder Mehrwert, und es ist spannend zu sehen, und genau das möchte ich hier auf diesem Kanal eigentlich bei Zero to Neo auch, dass es spannend wird zu sehen, so wie wir weitergekommen sind. Aber dafür muss ich ihm halt irgendwie noch Zeit finden, um immer, und vor allem Zeit ist nicht das größte Problem. Die Ideen sind das größte Problem. Selbst wenn ich mir alle Kommentare von euch anschaue, sind da vielleicht eine Handvoll Ideen, die ich neu machen könnte, um Geld zu verdienen irgendwie. Und wenn die 5 Folgen abgedreht sind, sind wieder keine Ideen mehr da. Und das ist eben das Problem. Hast du die Ideen, wirst du reich. Das ist immer so. Hast du kranke Ideen, mach einen YouTube-Kanal auf und wirst durch diese Ideen einfach reich, weil du die heftigsten Ideen hast, die keiner hat. Aber das ist das Problem, diese Ideen zu bekommen. Das ist immer das Problem, auf die Ideen zu kommen. Das auszuführen kann sich jeder aneignen. So, geil, Oskar, schaust auch Solving the Money Problem. Auf jeden Fall schaue ich Solving the Money Problem. Steven Mark Ryan, bester Mann.
Verrätst du wenigstens, wie viel Stück Tesla hältst du? Ich verrate es nicht, aber wir können uns auf jeden Fall die Hand geben, weil. Ne, wie geht das? So? Ja, so. Weil du hast 210 Stück und bist 90% in Tesla. Wir können uns auf jeden Fall die Hand geben und uns gegenseitig gratulieren. Ich klaue immer Pfandflaschen von meinen Eltern und lagere sie in mein Zimmer. Ehrenmann. Bro, ich möchte dir das ungern zerstören, aber wenn du einen Schuh bei Nike Sneakers probierst zu bekommen, dann ist es fast unmöglich. Er hat 2 Jahre Erfahrung und hat in 2 Jahren nur 7 Schuhe gekauft. Ich habe letztens versucht, einen Schuh zu holen. Was ist? Ich habe verschlafen. Ganz ehrlich, ich habe verschlafen, ich habe den Schuh nicht bekommen, war schon ausverkauft. Ich wusste nicht, dass es so unglaublich schwer ist, bei Sneakers Schuhe zu bekommen und zu verkaufen, denn das wollte ich ja auch in dieser Folge eigentlich machen, aber es hat nicht geklappt, weil ich keinen Schuh bekommen habe. Luis, liebe Grüße zurück. Es ist echt, ich wusste nicht, dass es so schwer ist. Da wären wir wieder bei den Möglichkeiten. So, was kann man jetzt noch machen? Klar, ein Auto für 467 € kaufen und verkaufen, aber es kostet auch eben wieder Zeit, die ich leider aktuell nicht habe. Probier mal Tipico-Scheine von großen Facebook-Gruppen zu kopieren. Könnte man machen, ist aber wieder zocken, aber ist eine interessante Idee, das mal einfach so zu gucken, was taugt das eigentlich, diese Wett-Facebook-Gruppen. Dropshipping, alter Dropshipping, brauchst du einen Online-Shop und so. Das ist leider zu zeitaufwendig. Deswegen suche ich nach Möglichkeiten, wie ich schnell machen kann bei Zero2Me, wie ich Geld schnell machen kann bei Zero2Me, aber diese Möglichkeiten sind begrenzt und schnell Geld machen gibt es eigentlich gar nicht. Würde auch mehr Upload wünschen und nicht alles so theoretisch auf einmal. Ja, das ist eben leider so. Die Zeit. Aber ich hoffe, das wird sich in Zukunft ändern und dieser Kanal hier bekommt mehr Priorität von mir auch. Ich muss sagen, die ersten Videos mit Pfandflaschen sammeln, eBay Kleinanzeigen verkaufen, fand ich wesentlich unterhaltsamer als diese ganzen Aktienvideos. Schade eigentlich, ich habe diese Idee voll toll gefunden, aber ist es etwas langweilig geworden. Kann ich nur zustimmen. Kann ich nur zustimmen, habe ich mich schon zu geäußert. Ich hoffe, das wird sich ändern. Probier mal Earth 2, ich weiß nicht, was das ist. Welche App benutze ich zum Aktienkaufen? Eigentlich Comdirect, aber jetzt habe ich Smart Broker. Freue mich schon auf das fette, krasse Video, wie ich die Million knacke in 5 bis 10 Jahren. Ja, ich glaube, das ist ein guter Zeitraum, 5 bis 10 Jahre für die Mio. Versuch doch mal Reselling auf eBay Kleinanzeigen. Klar, ist geil, gutes Taschengeld, aber ist auch ein bisschen zeitaufwendig. Steig doch mal einen Teil in der Aktie, dann kannst du länger drin lassen, ohne dass es langweilig wird. Naja, das Ding ist, das Problem ist, ich kann ja nicht sagen, so, ich habe jetzt das ganze Geld von Zero2Me in die Tesla-Aktie investiert und die nächste Folge ist, ich habe es drin gelassen. Nächste Folge ist, ich habe es drin gelassen. Nächste Folge ist, ich habe es drin gelassen. Das ist eben das Problem. Poker haben mittlerweile Bots und man kann unmöglich Gewinn machen. Es ist krass. Also würde ich ja auch nicht empfehlen. Habe ich paar Mal Glück gehabt hier bei Zero2Me auf diesem Kanal, aber würde ich auch nicht empfehlen. Da muss man schon Profi sein, beziehungsweise man weiß ja nie, was da online so abgeht, aber ohne jemanden beschuldigen zu wollen. Ich würde sagen, die Aktie hätte es halten sollen. Hin und her macht Taschen leer. Danke für diesen geilen Spruch. Ich wusste, dass es so ist, aber ich kannte diesen Spruch nicht und der ist voll geil, der Spruch. Solch eine Aktie habe ich im Depot, die ist wenigstens kurz vor meiner Ausstiegskurs, bin gespannt, was noch so geht bei dir. Solch eine Aktie, ich weiß nicht genau, was er meint, aber Marek, der hier Finanzen im Griff heißt, guckt jedes Video von mir. Danke, Marek, auf jeden Fall Ehre. Was für ein geiles T-Shirt, ja, das T-Shirt vom letzten Mal war von derselben Marke wie die Tasse. Aber Marek hat noch was Geiles geschrieben. Wo war das denn? Irgendwie finde ich das nicht mehr. Aber er hat geschrieben, dass es bei Smart Broker, oder hat das jemand anders geschrieben, ich weiß nicht mehr, bei Smart Broker gibt es den ETF, den ich gerne haben wollte. Und zwar ist es der ETF ARK G hier. Da habe ich ja im letzten Video gesagt, dass ich den cool finde und den gerne kaufen möchte. Und im letzten Video war der auf 93, jetzt ist er auf 105, also ist schon gut gestiegen seit dem letzten Video in einer Woche und den werde ich
kaufen, deswegen habe ich mich bei Smart Broker angemeldet. Außerdem ohne Werbung, also ist Werbung, aber ich kriege nichts dafür. Smart Broker hat sehr, sehr viel gutes Feedback bekommen, sehr viele gute Bewertungen online, deswegen habe ich mich da angemeldet. Es soll Deutschlands günstigster Broker sein. Mal schauen, wie das so ist. Habe ich mich nur angemeldet, um diesen ETF zu kaufen, sehe ich als sehr fortschrittlich an, diese Genomforschungsgeschichte. Bei recht kleinen Käufen zahlst du verhältnismäßig viele Gebühren, bei der Comdirect absolut richtig. Deswegen Smart Broker, mal gucken, vielleicht ist das besser. Langsam aber sicher geht es voran. Ich denke, das Problem ist halt, dass das einfach zu Hause zurücklegen, Geld verdienen viel länger dauert, als wenn man einfach sich auf eine Sache fokussiert. Du wirst da aber auf deinem Weg schon finden. Absolut richtig, kann ich nur zustimmen. Wie einfach alle schreiben, super Video, aber es noch nicht mal zu Ende geguckt haben. Das stimmt, immer die Kommentare, geiles Video, feiere ich mega und so. Obwohl das Video erst seit einer Minute online ist. So, letzter glaube ich, mal gucken, Julian, konstruktive Kritik. Am Anfang hat mir das Konzept der Serie sehr gut gefallen. Aber Stand jetzt finde ich die Folgen sehr langweilig, muss ich leider sagen. Ich vermisse den Praxisbezug und ein wenig mehr Aktion im Verhältnis zur Theorie. Das Flaschensammeln-Video beispielsweise war deutlich anschaulicher und unterhaltsamer. Nimm's als gut gemeinte Kritik auf. Ich nehme es auf jeden Fall als gut gemeinte Kritik und gebe auch ein Herz, weil das ist die beste Kritik, die ich kriegen kann. Und da gibt es überhaupt nichts hinzuzufügen. Da stimme ich absolut zu. Es ist einfach so. Geiles Video, bin seit der ersten Folge Ehrenmann. So, ja, und das waren so, glaube ich, die. Ah, okay, das mache ich noch. Denkst du, die Tesla-Aktie steigt weiter im nächsten Jahr wie vorher? Tesla ist jetzt unglaublich krass gewachsen. Das Ding ist, vor einem Jahr habe ich meinen Freunden gesagt: Schaut euch mal die Tesla-Aktie an. Die meinten: Bruder, die ist schon so hoch. Die wird nicht mehr steigen, wir werden da nicht mehr rein investieren. Die ist schon so weit oben, warum sollen wir in eine Aktie investieren, die hier schon ist, obwohl die hier war? Seitdem ist sie bis zum Mond gegangen. Zehnfach oder so gestiegen. Das war vor einem Jahr, da saßen wir, weiß ich noch, bei Vapiano. Die ist schon so hoch und so teuer, du spinnst ja wohl. Und was wird jetzt passieren? Meine Meinung ist, es geht noch höher. Das ist meine Meinung. Ich investiere weiterhin monatlich in die Tesla-Aktie. Jeden Monat im Sparplan fest seit einem Jahr. Und das werde ich auch weitermachen. Wie gesagt, ich habe Gänsehaut bekommen, als ich von Elon Musk, spricht man das aus, er ist ja in Südafrika geboren. Und Tesla gesprochen habe, deswegen glaube ich, da war er hin dran. Und vor allem, die wollen die Welt besser machen. Und ich fühle mich unglaublich gut, mein Geld in etwas reinzustecken, das die Welt verbessert und nicht verschlechtert. Und vor allem, wo der Geschäftsführer einfach so ein korrekter Dude ist, ist unglaublich. Deswegen ist meine Meinung, dass die Tesla-Aktie noch am Mond vorbeifliegt zum Mars. Aber das ist nur meine Meinung. Auf jeden Fall setzt euch mal mit Aktien auseinander, meldet euch irgendwo an, ist egal wo, ist egal bei welchem Broker. Ich habe Comdirect und Smart Broker. Investiert einfach mal 50 € monatlich fest in irgendeine Aktie, eure Lieblingsaktie, mit der ihr euch befasst habt und wo ihr denkt, das ist die Zukunft ist. Das kann Apple sein, das kann Tesla sein, das kann Google sein, Amazon, das kann ein ETF sein, zum Beispiel der ArcG, den ich kaufe. Es kann aber auch Bitcoin sein. Egal, investiert. Das sagt euch kein Lehrer in der Schule. Macht es doch einfach mal. Und dann schaut ihr, was mit eurem Geld passiert. Ihr werdet sehen, Digga, mein Geld wird einfach mehr, obwohl ich es nur irgendwo liegen lasse. Und es wird nicht weniger, wie das der Fall ist, wenn ich das auf dem Sparbuch oder auf meinem Konto oder unterm Kopfkissen liegen lasse. Das wird ja immer weniger durch die Inflation. Also einfach mal anfangen mit wenig und dann lernt man einfach auf dem Weg. Der Weg ist das Ziel. So, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war wieder ein Labervideo. Ich hatte aber heute Bock zu labern. Ich hatte Bock auf Kritik einzugehen. Ihr habt mich sehr gut kritisiert und ich musste eben begründen, warum es langweiliger geworden ist, diese Serie. Aber so ist es nun mal.
Ich will den Kanal nicht, ich werde den Kanal nicht aufgeben. Finanzen sind so interessant und so wichtig und man lernt es nicht in der Schule. Deswegen hoffe ich, dass wir hier eine geile Community werden, die sich da austauscht. Und ich wachse auch. Ich wachse auch. Ich bin relativ am Anfang. Ich kann von euch lernen. Ich mache auch Fehler. Und es ist, seht es einfach als so eine Facebook-Gruppe, die gemeinsam wächst und gemeinsam reich wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video am Montag wieder um 19 Uhr. Haut rein.